Hi, servus, liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Last of Us Remastered auf Überlebender mit eurem Spooky VF. Das Ganze ist natürlich auch blind, das habe ich vergessen, jetzt in dieser ellenlangen Begrüßung dazu zu addieren, zu nennen. Wir sind hier angekommen irgendwo im unterirdischen Tunnel und es ist wieder Frühling. Gehen wir mal schwimmen, Buddha bei die Fische oder so. Hahaha. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Keine Ahnung, ich glaube, da unten müssen wir durchtauchen. Aber wir gehen lieber mal hier lang. Müssen wir erstmal wieder die Steuerung einverleiben. Achso, ich wollte sagen, ich wäre fast bei einem Ladebildschirm hier eingepennt. Es ist gerade hier so schön mollig warm. So, man fühlt sich so geborgen. Mitten in der Nacht. Komplett dunkel. Und dann dieser 8 Jahre lange Ladebildschirm von Last of Us. Das ist so krass, ey. Das ist echt so krass. So, wie taucht man nochmal? Hier. Dann gehen wir doch mal da runter. Und ja, ich würde schon sagen, dass wir nicht tauchen können, dass wir hierhin schwimmen und gucken, wohin es uns führt. Ich hasse es, ich hasse es. Ich hasse so solche Tauchgänge. So, wie kann man jetzt... Komm, schwimm mal schneller, Freundchen. Bevor du mir hier noch erstickst. Okay. Oh Mann, da schwimmt schon was anderes im Wasser. Komm, hoch. Das sieht aus wie so ein gefluteter Maschinenraum. Können wir das Ding hier betätigen? Nee. Ist auch gut so. Ist nämlich elektrisch. Hoffentlich kommen keine infizierten Haie oder so. Das würde hier noch fehlen. Ah ja, mal kurz gucken, was wir alles so an Waffen haben. Stimmt, Flammenwerfer haben wir ein bisschen aufgebraucht. Wir hatten das letzte Mal ja ein bisschen Action. Oh, und jetzt? Ach du Heiliger. Man hätte auch hier können durchs Exit gehen, aber irgendwie war das zu einfach. Das habe ich schon gespürt. Ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher. Wir nähern uns dem Ende des Games. Ich habe es irgendwie im Gefühl. Nee, ich habe keine Ahnung, aber irgendwann muss es ja mal auch zu Ende sein. So, da wären wir nämlich reingekommen, wenn wir durch den Exit gegangen wären. Ich will jetzt nicht hier runter. Das ist bestimmt eine Falle. Vakuum. Okay. Das hier ist auch nicht gerade nice. Ah, ich hasse sowas. Ah, guck mal da. Da haben wir eine Plattform, da können wir so rüber. Ja, finde ich auch super, ne? Ja, komm. Nur keine Hektik. Gehen wir runter. Dann können wir sie nämlich mit rüberholen. Dann können wir sie hier. Wie kommen wir dort oben hoch? Das ist mal die andere Frage. Werden wir bestimmt gleich sehen. Hup, komm. Wir müssen Giraffen jagen. Okay, hör auf da. Okay. Ja, komm, nicht labern, machen. Ui. Wie war's? Ich hab dich. Ich fühle mich auch, als wäre ich drauf. So, komm. Hopp. Ah, da liegt irgendwas. Nee, doch nicht. Wie komme ich jetzt hier hoch? Sie zieht mich irgendwie hoch, oder? Komm, komm, du schaffst das Mädchen. Oder schmeißt meine Leiter runter. Irgendwo ist da. Was machst du? Ja, geh! Geh doch! Ach, da hinten, guck mal, da ist ein Emergency Ladder. Wie renne ich denn nochmal? Hier war das doch, oder? Ja, genau. Ach, Machine! Ja. Oh, ja, super leider. Danke. Ja. Verdammte Leiter ist hin. Ja, ich hab die Und Leiter. jetzt? Ich überlege mir was. Ja, ich würde sagen, ich bringe die Leiter. Reicht die für dort hinten quer zu legen? Oder muss ich hier lang? Ja, wir gehen mal hier lang. Gucken, ob wir da noch irgendwas anderes finden, womit wir was anfangen können. Nee, irgendwie nicht, ne? Und jetzt? Ah, jetzt können wir die Leiter doch. Wir können die Leiter eigentlich hier hochholen. Ich schätze mal, es ist leichter, als mit ihr zu schwimmen. Komm, ja, genau so. So würde man das machen. Und jetzt, dann können wir sie ganz bestimmt dort hinten waagerecht hinlegen oder so.
Ist nicht. Ja, jetzt kann ich hier nicht runterspringen mit der Leiter. Ich wollte ein bisschen auf Action Hero hier machen. Aua. So, das sollte reichen von der Länge her. Oder? Ja, gerade so. Ist wie abgemessen. Was für ein Zufall. Gibt's auch nur in Videogames. Und in Actionfilmen. So. Schauen wir uns doch mal um. Boah, ist alles hier heruntergekommen. Ja, ohne Witze. Oh ja. Du kommst mir danach. Okay, ich folge dir. Okay. Auf durch die reisende Strömung. Ah, was ist denn? Geh hoch. Ah, geht doch. Oh, ja. Es gibt Orte, an denen will man eigentlich nicht unbedingt sein. Das ist eine Zombie-Apokalypse hier, reisenden Strömung. Super. Toll. Und so viel dazu. Und jetzt? Kommt sie jetzt auch hierher? Jetzt müssen wir irgendwie hier vorbeikommen doch. Was ist denn hier? Nee. Ach ey, das... Ich komme ja jetzt nicht mehr zurück. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich sehe nichts. Die Gicht schlägt mir ins Gesicht. Ah, nee, auch nicht. Ich kann nicht zurück, also... Es müsste irgendwo hier weitergehen eigentlich. Hey, Ellie! Komm hierher, du kannst nicht untergehen. Hier ist flach. Was ist denn das? Kann man auch nicht hoch. Ey, sag mal, bin ich jetzt nur bescheuert, oder? Keine Ahnung. Ich habe aber echt keine Ahnung, wie ich das hier machen soll. Oh, warte mal. Ah! Da war die Strömung schwächer geworden. Beziehungsweise... Ah, hier... Nee. Geht nur bis zu einem gewissen Punkt, wo ich gehen kann. Ach, was soll denn das? Und oben... Ja, okay. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich werde hier auf jeden Fall immer von der Strömung mitgerissen. Und ich sehe auch keine Anhaltspunkte oder so irgendwie, wo man erkennen könnte, jetzt wo die Strömung schwächer ist, weil die sieht irgendwie eigentlich überall gleich aus. Da muss man doch hochkommen, oder? Kannst du dich nicht hier an dem Ding hier festhalten? Ach. Hallo! Ach, sowas nervt aber dann. Irgendwie nicht weiß, wo irgendwas ist. Oh, war ich hier gerade... Kann ich das Ding hier irgendwie... Irgendwas an dem Bus machen oder so? Ich... Sieht ja auch nicht so aus. Oder ist es ein Spielfehler und Ellie müsste eigentlich irgendwo hier... Ich hab echt keine Ahnung, Leute. Oh, es nervt auch, weil ich... So langsam echt die Krise kriege hier. Was denn? Irgendwo muss doch irgendwas sein. Das ist doch nicht normal. Ich kann auch die Waffe nicht ziehen oder so. Doch, die hat er gezogen, aber ich kann nicht zielen damit. Kann auch nicht schlagen oder sonst was. Ich kann eigentlich rein gar nichts machen. Außer hier im Wasser rumtrotten. Die Ellie müsste doch eigentlich dann dort hinten irgendwie hinkommen.
Soll so mal springen? Nee. Ich glaube, wir hätten hier dürfen gar nicht runterfallen. Vielleicht war das ein Spielfehler. Wollte eigentlich auch auf das andere Ding springen. Kann das sein, dass wir hier nicht sein dürften? Oh. Ich hab... Ich komme da nicht mehr weiter. Ich komme da nicht zurück. Ich komme nicht nach vorne. Da ist der Bus. Und ich kann auch nichts machen. Deswegen, ich habe echt keine Ahnung. Nervt auch gerade ein bisschen. Es wird auch nichts gesagt oder sonst irgendwas. Der denkt nicht nach. Wer macht das auch schon? Oh. Ich dachte eigentlich, es müsste einen Sinn haben, dass man da ein bisschen weiter raus kann, aber irgendwie ist da auch nichts. Ach, Leute. Rennen? Nee, dann wirst du auch irgendwann zurückgespült. Ach, was ist denn? Ich... Dann sag doch mal an, was ich hier machen muss. Hier ist nichts. Steht da wie ein Depp. Nee, da passiert auch nichts. Ich glaube, ich lade den letzten Checkpoint, weil das hier nervt mich gerade. Das fuckt mich gerade ganz brutal ab. Komm, ja, Ereignis neu starten vor 5 Minuten, okay. Ja. Ah, genau hier. Jetzt könnte man ja hier aufs Auto drauf auch drauf gehen. Vielleicht wird das nach vorne gespült, wenn man drauf steht. Hey, irgendwie nicht. Jetzt weiß ich aber nicht. Ich will hier nicht nochmal runterfallen. Der springt! Was zur Hölle? Also müssen wir doch hier hin. Aber was soll ich denn hier machen? Oh, ey. Nee, sowas mag ich überhaupt nicht. Hier ist nirgendwo irgendwas. Ich kann auch nichts machen. Ich kann keine Waffen ziehen. Ich. Ellie macht nichts. Tauchen kann ich nicht, schwimmen kann ich nicht, gegen die Strömung kann ich... Oh, rückwärts gehen oder was? Ist das das Geheimnis? Nee, oder? Ist nicht dein Ernst. Na toll, jetzt bin ich wieder hier und... Was bringt mir das jetzt? Können wir das Auto irgendwie da... Das wackelt so verdächtig, ne? Ich... Keine Ahnung. Ja, Ellie, sag mal was. Hast du eine Idee? Lauf mal. Sagt ja auch gar nichts. Das ist irgendwie fast schon wirklich wie ein Spielfehler, sieht das aus. Wie komme ich denn hier an diese... Ja, springen kann ich ja auch nicht im Game. Ich gehe jetzt einfach mal mit Anlauf dort hinten hin. Boah, doch, geht doch. Warum hat er das nicht die ganze Zeit gemacht? Siehst du? Hast du mich mal gebraucht? Nichts wie runter von diesem Ding. Alles klar, machen wir. Komm, jetzt kannst du auch wieder schneller laufen. Okay, das war ja mal ein Akt, Leute. Wow!
Ja klar, eben wurde er nicht weggespült. Ja klar, nee, es war klar. Aua. Oh, komm, kletter. Mach schon. Oh, fuck. Erinnert mich irgendwie an Jurassic Park 2. Scheiße. Leck mich doch. Was jetzt? Ja, genau. Mach die Tür auf. Alter. Aua. Ist mir gerade die Tür in die Fresse gehauen. Oh, fuck. Jetzt rausschwimmen hier. Ach, Ellie kann ja nicht schwimmen. Wo ist er? Wow. Ja gut, braucht man auch nicht zu schwimmen, weil... Oh, Mann. Die Strömung so stark ist. Oh, Mann. Komm, komm, komm. Schnapse und weiter. Oh. Hände hoch! Sie hat mit nicht. Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon! Au! Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen... Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir kümmern uns. Schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Sucht jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Ja, red dir diesen Scheiß nur weiter ein. Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, Joel. Steh auf.
Ich sagte, steh auf. Na dann. Los. Befick dich. Ich warte nur drauf. Wo lang? Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter! Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? Wo? Oben. Den Gang runter. Alter.